Neben der Kleingebetswaschung, dem Wudu, gibt es noch eine große bzw. die Ganzkörperwaschung und die nennen wir Russel. Und wann Russel erforderlich ist, das haben wir ja gerade erwähnt. Und wie das genau funktioniert, das wollen wir jetzt erklären. Also wie funktioniert Russel? Ich kann dir jetzt schon sagen, es ist deutlich einfacher als die normale Gebetswaschung. Wir haben jetzt mal darauf verzichtet, das Ganze per Video aufzunehmen, weil eigentlich ist es ziemlich schnell erklärt. Als erstes musst du, wie auch bei dem Wudu, zu Beginn erstmal die Absicht haben. Ja, also die Absicht, dass du dich jetzt wäschst, um deine Gebete zu verrichten, um einfach rein zu sein. Und dann beginnst du mit der Waschung, indem du sagst, Bismillah, im Namen Allahs. Dann ist es eigentlich ganz einfach. Wenn du nur deine Pflicht erfüllen willst, brauchst du nicht mehr machen, als eigentlich deinen gesamten Körper einmal zu waschen. Dazu zählt auch dein Bauchnabel und der Mund und die Nase. Du musst dafür jetzt nicht unbedingt duschen, aber das ist mit Sicherheit die einfachste Art, um jetzt sicherzustellen, dass du wirklich alle Stellen deines Körpers befeuchtet hast. Das kannst du auch beim Baden eigentlich erreichen. Also als erstes, fass die Absicht im Herzen, dass du das nur für Allah machst. Dann wasche jegliche Unreinheit von deinem Körper. Wasche deinen ganzen Körper mit Wasser und lasse dabei keine Stelle aus und spüle deinen Mund und deine Nase aus. Und das war's schon.